Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Let's Play Hawken. Sebastian sitzt auch neben mir. Hi, hi. Ja, warum Hawken und nicht Dreamfall? Ich hatte ja versprochen, dass ich Dreamfall mache, aber traurigerweise hat man immer noch nicht die deutsche Übersetzung fertig und ich würde ja gerne mit denselben Synchronsprechern das Spiel beenden, wie ich angefangen habe, damit ihr ein gleichbleibendes Erlebnis habt. Man hat aber versprochen, das in Kürze nachzuliefern, also werde ich so lange einfach ein bisschen Hawken solo machen. Hawken, was ist Hawken? Also Sebastian. Sebastian möchte ja auch anfangen, wenn er seinen Rechner wieder hat. Also es gibt hier so ein cooles Training. Ja, vielleicht zeige ich das erstmal. Ach nee, habe ich jetzt VR-Training? Mhm. Scheiße. Irgendwie nicht so. Aber finde ich schon mal cool, dass die das unterstützen. Oh nee, das ist okay, das ist das normale Tutorial. Alles klar. Ach so. So, jetzt bootet der Bot. Und man lernt, wie man sich bewegt. Guck mal, ihr Logo passt exakt. So. So. Drücke? Wo musst du denn da drücken? Leertaste. Nee, ich meine, gerade eben ist die Maus da kam. Drücke Maus. Ja, nee, bewegen halt. Ne, so. Mit WASD kann man sich bewegen und ihr seht schon, man braucht ewig, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Aber ich muss sagen, es sieht schon ganz schön geil aus für ein Free-to-Play-Spiel. So. Ja. Boosten, schweben, ausweichen. Kann man mit begrenztem Treibstoff machen. So. Shift W. Eigentlich ganz einfach. Wie die normale Bewegung, nur halt mit Hochstellen. Ja, sprinten quasi. Ja, quasi sprinten. So. Und. Musst du halt rechtzeitig drücken oder? Warte, egal. Du hältst einfach Shift gedrückt und drückst S. Ach so. Und wenn du einmal S antippst, machst du halt eine 180 Grad Drehung. Okay, cool. So. Mit nur Leertaste kann man hochfliegen. Halt so lange, bis der Treibstoff alle ist und dann macht's Raums. So, man kann dabei auch sich bewegen mit dem Jetpack. Ja. Das war zum Demonstrieren, dass man nicht jede Höhe erreichen kann. Der hat eine maximale Flughöhe, der Mech. So. Das war die Basisbewegungslehre. Ich muss sagen, das sieht schon mal ziemlich cool aus. Als nächstes lernen wir, wie wir Waffen benutzen. Yeah. So, erstmal unsere Hauptwaffe. Das ist aber noch der Anfangsbot jetzt, ne, mit dem du spielst. Das ist der Assault, glaube ich, ja. Ja, Robin hat ja schon ein bisschen gespielt. Wow. Ich find's cool, dass sich auch wirklich tatsächlich dieser Munitionsgürtel bewegt und so. Tatsache. So. Ah, okay, mit links und rechts geht also. Okay. So, jetzt wird's schwieriger. Jetzt müssen wir die Rakete mit einem erneuten Rechtsklick in der Luft zünden, um mehrere Ziele zu treffen. Da steht mittlere Maustaste. Okay, mittlere Maustaste. Auch gut.
Hä, war das nicht mal rechte nochmal? Okay. Geht egal. Auch? Weiß nicht. Okay, probier mal. Ja, geht auch. Okay. Überhitzt. Nichts gemacht, überhitzt. So, jetzt geht der Kram. Ah, das war halt die Demo, ne? Wenn man überhitzt ist, kann man nicht mehr schießen. So, boom. Die Fähigkeit von dem Mech ist nämlich, Überhitzung wieder abzukühlen. Yo. Marisch. Ich hab nichts verstanden. Fähigkeiten sollte man immer zur vollen Möglichkeit ausschöpfen. Gegenstände, yay. Okay. Jetzt lerne ich, wie man Gegenstände verwendet. Man kann nämlich so kleine Gegenstände nachkaufen, die sich verbrauchen. Und mit denen kann man ganz viel kranken Scheiß machen. Achtung. So. Sagt die Frau auch was? Oder ist einfach ja, die redet eigentlich. Ach. Die liest das alles vor, aber auf Englisch. Ah, okay. So, jetzt habe ich da unten rechts, sieht man, diesen kleinen Knopf für Schilde. So. Und ich bin geschützt. Jetzt kommt sie. So. Jetzt lernt man, dass man sich selber reparieren kann. Aber dafür muss man alles abschalten. Okay, da war schneller die Reparatur als gedacht. So, boom. Es gibt halt auch ein Item dafür. Und zwar, wenn du irgendwas gekillt hast, dann taucht da so ein Glitzerkram auf. Den kannst du auflutschen und dann wirst du auch repariert. So, Ausweichmanöver, das ist eigentlich der wichtigste Teil von Hawken, das sollte man drin haben. Also einmal das Umdrehen und mit Shift A und Shift D halt so Ausweichmanöver machen. Okay, jetzt müssen wir feuern und dann ihre Antwort ausweichen. Oh, hat er ihn getroffen. Bam! Was, ist die Rakete gekonnt gerade vorbeigeflogen, würde ich mal sagen. Ja, ich habe gedacht, sie rennt vielleicht nach rechts weg. So, jetzt kriegen wir einen richtigen Sparring-Gegner. Oha. Ah, kein Spieler, sondern halt NPC-Sparring-Gegner. Und da lernen wir jetzt alles, was wir soeben gelernt haben. Also können wir halt ausprobieren. Das ist jetzt nur so eine provisorische Map oder sehen die Maps teilweise? Nee, das ist so eine provisorische Map tatsächlich. Da haben wir auf der Map schon mal einen entdeckt. Ich versuche mal höheres Terrain zu erreichen. Wo hast du auf der Map schon einen entdeckt? Da war da. Oh. Hat der so eine Art Sensor oder warum hat er mich eher gesehen? Oh, ich bin ganz schön fertig. So. So. Ja, jetzt ist er weg. Bam.
Schön hingehen und seine Reparaturladung auflutschen. Oh, da ist er ja wieder. Oh oh. Die sind gar nicht mal so schlecht, die KI-Gegner. Er brennt da schon. Ja. Ich muss sagen, oh, der stellt ja nicht da unten vor der Plattform. Ja, ja, aber der muss jetzt erstmal. Nice. Ich muss sagen, für einen Free-to-Play-Titel sieht das Spiel nicht schlecht aus. Ja. Sieht generell nicht schlecht aus. Das ist korrekt. So. Schön seine Charge auflutschen. Wo bist du? Da. Woran siehst du das? Manchmal leuchtet der auf der Map, wenn der irgendwie sein Jetpack benutzt oder so. Oh! Das war vielleicht nicht ganz so gut. Bam. Was man wissen muss, ist, wenn die gerade ausgewichen sind, können sie das nicht direkt nochmal. Deswegen sollte man dann eine Rakete abschießen. Der ist aber ganz schön flott unterwegs. Ich überhitze gleich und ich sterbe gleich. Beides nicht so geil. Den schon siehst. Da. Ist ja auf der Map kurz aufgeblinkt. Da. Wo ist die Map? Immer wenn der. Unten links! Und ach, tatsächlich, da ist eine Map. Ich dachte schon, wo siehst du ihn denn? Oh Mann. Und immer wenn der sein Jetpack benutzt, dann kann der Mac das scheinbar so ein bisschen hören, weißt du? Und ja, das war's. Dann taucht er kurz auf der Map auf. Ansonsten sieht man die auf der Map nur, wenn irgendein Spieler die tatsächlich sieht. Gib mir dein Leben. So. Wie viele musst du noch? Einen noch. Guck, da unten sind so X'e. Ach nee, zwei noch. Nee, einen noch. Try dodging behind cover to avoid damage. Nee, erzähl keinen Scheiß. Das sind echt so die Grundlagen von Shooter. Bombs. War aber auch nicht so ganz ohne jetzt die Aktion. Training abgeschlossen. So. Nutze dein Radar, da hätte ich schon versagt. Ja, ich merke schon. Training abgeschlossen, nice. Yo, jetzt GG. Wissen wir, wie man spielt. Und kannst du den großen Fisch den Ring. Ja, jetzt würde normalerweise noch so eine Art Defense-Mission kommen für ein echtes Training. Das kann man hier machen, wenn man... Nee, kann man nicht. Das kann man bei Training machen, hier machen. Offline Team Deathmatch. Da spawnen so Krams und die muss man dann in Wellen killen und bla. Machen wir jetzt aber nicht, wir gehen jetzt in ein richtiges Battle. Und zwar klickt man einfach auf Spielen. Achso, erstmal kann man sich in seiner Garage natürlich seinen Mac aussuchen. Ich nehme mal meinen Technician. Der ist so ein bisschen so der Heiler. Was sagen denn die Ausrufezeichen aus? Das sind Bots, die man nur ausgeliehen hat. Und deswegen kann man die nicht leveln. Man kann die zwar spielen, um auszuprobieren, wie die so sind, aber die leveln nicht. Da hat man halt von Anfang an drei, die man ausprobieren kann. Der Bruiser ist der harte Damage-Dealer, ne? Man kann die auch... Ja, der Bruiser ist so ein bisschen, ja... Damage-Dealer. Dann gibt's den Scout. Der Scout hat halt, unschwer zu erkennen, extra Treibstoff. Aber direkt voll dran. Dann gibt's hier den Predator. Der kann sich unsichtbar machen und unsichtbar jagen.
Und ich spiele momentan den Technischen. Also, ab geht's. Wie viel Platz hast du eigentlich, neue Roboter zu kaufen? Oh. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Also, die Leiste hat hier so einen kleinen Pfeil links und rechts. Also denke ich mal, dass es da noch echt weit geht. Ja, aber Hauptsache unbegrenzt und nicht irgendwie, dass man sich irgendwann Plätze kaufen muss. Ich denke mal schon unbegrenzt. So, hier sieht man übrigens die Attribute von seinem Kram. Hier hat man noch Equipment. Da sieht man seine Waffen. Bei Gegenstände kann man sich halt hier Krams kaufen, den man verwenden kann. Also, es wird dann halt verbraucht. Ich habe momentan einen Gegenstandsgenerator, eine kleine Sprengladung und eine Reparaturladung. Dann gibt es Interna, das sind so durchgängig aktive Sachen, die dir irgendwie Verbesserung geben. Zum Beispiel, der Basis-Selbstschutz macht 20% weniger selbst zugefügter Schaden. Solche Sachen halt, ne? Schockspule, weniger Sturzschaden. Nehme ich gar keine mehr. Minus 100%. Und sowas halt. Und dann gibt's noch Verbrauchsgegenstände. So, also ich spiele jetzt mal, und zwar am besten ein Team-Deathmatch. Jetzt also steht da oben in Warteschlange und dann wartet man einfach, bis das fertig ist. Und ihr müsst darauf achten, bei Hawken, das Spiel startet nicht von alleine, ja? Da steht einfach nur dann da oben spielen. Ihr spawnt nicht von alleine, ihr müsst selber auf Spawnen klicken. Sonst läuft das Spiel schon komplett durch im Hintergrund und ihr wart kein einziges Mal dabei. Oh, jetzt spawn ich doch alleine? Sonst musste ich immer draufklicken. Was war das? Nee, siehst du? Also jetzt bin ich in der Lobby und man sieht da auch schon hier oben, das Spiel läuft schon. 24 Punkte hat der Gegner schon, 12 Punkte haben wir. Aber man muss selber zum Starten draufklicken. Aber wenigstens verbindet er schnell. Oh, links. Ja. Wow, Alter. Wow, ich hab irgendwie eine Rakete abgekriegt. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel mit 1 kann ich so einen Repair-Shot benutzen. Jetzt habe ich den da hingelegt. Achso. Cool. Du hast nur einen, ne? Ja, ich habe nur einen. Mehr habe ich nicht. Was ist er denn? Der ist ja niedlich. Ja, aber seit wann hat ein Scout einen. Nee, das ist dasselbe Ding wie ich, aber irgendwie sieht der so klein aus im Vergleich. Der ist gleich weg. Mach weg! Ja, Robin, zieh! Hau! Alter, ist der schnell. Alter, ist der schnell. Ist halt ein Scout, ne? Alter. Ach, schade aber auch. Urin. You're in trouble, yeah. Der ist gut dabei. Alter Schwede. Was war dein höchster Killstreak? Boah, 5 oder so? Boah, nicht schlecht. Ich meine, gut, jetzt ist es leider auch ein bisschen unausgeglichen. 16 zu 26. Ich glaube mal schon, dass der Gegner die klare Oberhand hat. Jawohl. Schönes Ding. Scheines Ding. Was machen die denn alle? Ja, ich glaube, die unterstützen alle hier den Vanguard. Dich kriegen wir doch schneller fertig. So. Der Vanguard war das dicke Ding links. Was schießt denn hier? Von da hinten oder was? Der da, das ist ein Vanguard. Oh. Das ist nicht so clever. Rechts stand einer, ne? Ja, aber der Vanguard steht ja auch noch und schießt um sich. Also. Ja. Ey! Du Bitchblume! Komm mit. Ah! Alter, ist der stark. Ja, der hat, glaube ich, einen ganz guten Granatwerfer draufgeschraubt. Boah, der hat auch schon extra Antriebe und so. Vor allen Dingen ist das so ein Hit-and-Run-Typi. Was man mit dem Ding macht. Aber ich hasse solche Leute. Ja, dafür ist der Scout halt gedacht, ne? Mit dem kannst du nicht im Combat drin bleiben. Ich würde mal gerne diesen Berserker sehen, von dem du erzählt hast, hier mit dieser Gatling. Das Problem ist, den siehst du zu spät, weil der ist immer über dir. Der hat doch was gegen mich. Oh, nice. Oh, Spiel vorbei. Naja, ein Kill hast du nicht gemacht, aber du hast dich ganz gut geschlagen. 21-33, oh, ging doch noch mal in der.
sieht man jetzt am Ende noch den besten. Nee. Ja, die aber nur vom Gewinnerteam. Nee, ich dachte, ich bin den Last Kill oder so. Nee. Was ist das denn? Ah, guck, das war auch der Beste. Ja. Aber der hat auch schon einigermaßen akzeptablen Level, hast du gesehen? Ja. Roger. Roger. So, jetzt laufen hier die Punkte durch. Wir sind durch. Und die Folge ist auch schon zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns doch was in die Kommentare. Wir würden uns freuen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann vielleicht wieder mit... beim nächsten Mal sehen wir uns noch nicht mit Sebastian wieder. Weil die Folge nehme ich jetzt direkt danach auf. Aber vielleicht beim übernächsten Mal sehen wir uns mit Sebastian im Spiel wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.